Herzlich willkommen zur ersten Episode von Liftbusters. Tobi und ich sind schon sehr gespannt, wie das Ganze rauskommt und ankommt. Wir werden heute ein paar Videos analysieren. Wir machen eine ganz normale Technikanalyse, ja, also relativ in-depth, sage ich jetzt mal, so wie wir es auch bei Kunden normalerweise machen. Wir sind auch ehrlich, ja, also wir sagen euch nicht, dass eine Übung gut aussieht, wenn sie nicht gut aussieht, sondern ja, wir gehen einfach auf die Punkte ein, die uns auffallen und hoffen, dass ihr dadurch auch was mitnehmen könnt. Wir gehen jetzt eigentlich Video für Video durch. Wir denken, dass wir in diesen 25-30 Minuten circa 7 bis 9 Videos oder so schauen dabei. Einfach, ja, voll. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, dann, Tobi, legen wir los mit dem ersten Video. Wir wollen hier nicht lang um den heißen Brei reden. Was schauen wir uns zuerst an? Also von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen zu dem Video. Was Sandro eben schon gesagt hat, es geht echt nicht darum, irgendjemand zu roasten, ja. Aber ein ehrliches Feedback hilft euch einfach am meisten, und wenn ihr irgendwas falsch macht, ich denke, dafür habt ihr uns ja auch Videos geschickt, damit wir euch nicht einfach sagen, dass ihr was gut macht, sondern im besten Fall einfach ja, Fehler erkennen, damit ihr die das nächste Mal nicht mehr macht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach im ersten Video an. Das ist der Deadlift von Niklas. Niklas, ja? Genau. Ja. Ein bisschen leise. Oder so. Genau. Das erste, was mal direkt auffällt, ist, dass er sehr, sehr weit nach hinten läuft. Niklas hat noch dazu geschrieben, dass er seinen unteren Rücken sehr spürt, aber seine Hamstrings und Glutes nicht so. Okay. Also Punkt 1 einfach, wenn ich es mal direkt anhalte, ist, dass du, oder grundsätzlich sieht man das sehr häufig bei einer Bent-Over oder bei einem RDL, dass die Leute einfach die Stange aus dem Rack nehmen und dann erstmal 3-4 Schritte nach hinten gehen. Es reicht, wenn ihr die Stange aufnehmt, ein Step nach hinten geht, euch fixiert, in die Hip-Hinge-Position geht und anfängt zu rudern oder zu hinschen. Also alles, was ihr an extra Steps einfach geht, auch bei einem Split-Squat zum Beispiel, wenn ihr einfach die Kurzhantel aufnehmt und die lauft erstmal damit auf irgendeinen Platz, das kostet euch einfach Kraft, die euch dann tatsächlich im Satz fehlt. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen, ja, bisschen übertrüber klingen, aber das akkumuliert sich einfach von Session zu Session oder von innerhalb der Session, und es kostet euch einfach Kraft, wenn ihr mit, keine Ahnung, wie viel Kilo das sind, 3-4 Schritte nach hinten geht, wenn einer dasselbe, einer tut es auch, ja. Okay. Also da Punkt 1, Niklas, Gewicht rausheben, einen Schritt nach hinten und dann eben ja, hingen. Und wenn er jetzt sagt, dass er sein Lower Back sehr stark merkt, wenn sich das mal genauer anschaut, er hat recht wenig Knieflexion, und ich denke, dass du einfach insgesamt ein bisschen mehr die Hüfte nach hinten schieben könntest und dich nicht zu stark darauf konzentrieren solltest, die Stangen nach unten abzulassen, sondern einfach gedanklich einfach den Glut Richtung Wand zu schieben. Also ist auch ein Fehler, der sehr häufig passiert, gerade wenn es um, ich meine, wir wollen uns beim RDL nicht wirklich irgendwas spüren. Ja, ja, voll. Also es geht uns ja eigentlich hier primär darum, Gewicht von A nach B zu bewegen, und wir können schon so einen kleinen Bias setzen, je nachdem wie viel Knee Flexion wir jetzt haben, ob das Ganze dann eher Hamstring-Fokus oder Glut-Fokus ist. Er wird es jetzt schon sehr Hamstring-lastig machen, beziehungsweise dadurch, dass du eben die Hüfte nicht so stark nach hinten schiebst und dich eher darauf konzentrierst, die Stange eben nach unten zu bringen, wirst du auch dadurch vermehrt dein Lower Back spüren. Also, ich weiß nicht, was du dazu noch sagen willst, aber ich denke, dass du einfach vielleicht dir ein bisschen mehr Knee Flexion zutrauen solltest und dafür die Hüfte einfach ein bisschen weiter nach hinten schiebst. Ansonsten sieht es vom Upper Back jetzt, was man unter dem Pulli sieht, eigentlich recht gut aus, auch vom Lower Back. Schaut jetzt nicht so aus, als ob du da groß wegknickst, sodass da irgendwas groß zusammenbricht. Tempo ist auch in Ordnung eigentlich. Also sehr viel Kontrolle eigentlich über die Stange, was die Exzentrik jetzt angeht. Lifterschuhe mit dem kleinen Keil, ich weiß nicht, ist auch Kleinigkeit, aber würde ich vielleicht auch ausziehen. Also einfach wirklich barfuß hebst oder barfuß Schuhe hast, keine Ahnung. Macht jetzt nicht viel aus, ist ja nur eine kleine Erhöhung, aber grundsätzlich würde ich Lifterschuhe nicht unbedingt in einem RDL präferieren. Ja, das mit den Schuhen wollte ich eigentlich auch noch sagen. Das war jetzt auch das, was mir noch aufgefallen ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, in dieser untersten Position, die Stange geht ein bisschen weg von den Schienbeinen, und dadurch vergrößerst du automatisch den Laster erstens auf der Hüfte und zweitens auch auf dem Lower Back. Dementsprechend kann es gut sein, auch wenn du gerade eben nicht so nach hinten und vorne denkst oder schiebst, dass du da den Lower Back massiv involviert hast, beziehungsweise massiv spürst. Von dem her, ich würde schauen, dass du vielleicht die Stange noch ein bisschen näher an den Beinen halten kannst. Bei gewissen Reps ist es, glaube ich, besser, und hier geht es dann wieder ein bisschen nach vorne, hast du gesehen hier. Gerade bei der letzten, es fällt so ein bisschen nach vorne. Und so, wenn du, da raubst du dir direkt nochmal mega viel Kraft. Absolut. Weil das ist nur minim, aber mit dem Gewicht ist das ein massiver Anstieg des
des Hebelarms eigentlich auf die Hüfte. Dementsprechend ja, würde ich das vielleicht noch ein bisschen umsetzen. Ich denke aber auch, wenn du das barfuß oder in Socken oder so machst, bist du auch nochmal besser bedient. Und was Tobi schon gesagt hat, mit Hüfte hinten nach hinten und nach vorne schieben noch ein bisschen mehr. Man muss sagen, also du machst wirklich sehr viele Punkte richtig. Ja? Du, ja. Du stehst auch breit genug, auch sehr viele Leute stehen einfach zu eng im RDL oder generell im Hip Hinge. Ja. Die Standbreite ist gut, dein Upper Back, wie gesagt, ist sehr tight. Also wenn du dieses Stange noch mehr nicht ranziehen, also dass die einfach besser bei dir dran bleibt, wenn du es noch umsetzt und nicht so weit nach hinten gehst, vielleicht ein bisschen mehr Knee Flexion zulässt, dann denke ich, wirst du da auch weniger Lower Back haben. Ja, voll. Und ansonsten aber auch ein Satz, der jetzt nicht, also der auch intensiv genug war. Ja, voll. Das müssen wir jetzt heute nicht groß, weiß ich nicht. Ja, können wir dazu sagen. Ja, ja. Ist eh gut. Aber ich finde auch, also sonst war wirklich sehr, sehr gut. Als nächstes, ich habe mir kurz eine Checkliste gemacht. Schauen wir uns die Bent Over vom Simon an. Dann würde ich jetzt anfangen, wenn du willst. Ja, klar. Also er hypt sich, oder du hypst dich sehr auf. Ja. Das ist der Hype auf jeden Fall relativ. Vielleicht ein bisschen Energie noch sparen. Genau. Auch hier wieder. Das sind 4 Schritte gewesen, oder 3. Einfach rausheben, einen Schritt nach hinten gehen, du bist safe. Also das braucht es nicht so. Das sehen wir heute, glaube ich, eh noch von der Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also was mir hier auffällt, ist, es ist zu leicht. Ja, absolut. Also die Ellbogen gehen so schnell nach hinten. Ja, ja. Es ist krank. Also hier kannst du dir wirklich mehr zutrauen. Also die Row ist auch sauber. Das waren locker 3-4 Reps in Reserve. Also... Oh, scheiße. Du kannst... Gerade, also die erste Rap ist krank, wie schnell der Ellbogen nach hinten geht. Vor allem, wie weit er nach hinten geht. Ja, ja. Also ich denke, du kannst dir da wesentlich mehr Load noch zutrauen. Ich finde, die Ausführung an sich gefällt mir gut. Eccentric ist schön kontrolliert. Mhm. Das fehlt bei vielen ein bisschen. Auch dieses langsame nach unten gehen und im Umkehrpunkt eigentlich immer noch Kontrolle über das Movement habe, finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Upper Back ist für mich auch noch genug Zeit. Mhm. Also da gibt es keine Probleme. Hüfte... Hüfte hat recht viel Bewegung, also voll. Wenn du es schaffst, dass du die Hüfte noch ein bisschen stabiler halten kannst, weniger dieses Hinge-Movement integrierst in die Bohr, weil die Bohr sollte bestmöglichst eine Bohr bleiben, kein RDL-Mischung irgendwie werden. Das wäre auch eine Sache, die mir aufgefallen ist. Aber ja. Aber was mir sehr, sehr gut gefällt eigentlich, ist auch dieses powerfule Ziehen, also das gefällt mir eigentlich gut, aber so powerful wie das ist, da kannst du, also das sind jetzt glaube ich 90 Kilo, gell? Ich würde mal auf 100 gehen. Also wirklich, das kannst du dir gut zutrauen. Ich denke, ohne Probleme. Also ich finde es auch bei einer Bohr, das ist super wichtig, wenn du gut in die Konzentrik kommst, so explosiv. Ja. Und du machst auch nicht den Fehler wie viele, wenn sie schnell in die Konzentrik gehen. Logischerweise, je schneller du das Gewicht beschleunigst, desto schneller zieht es auch wieder an dir in die Exzentrik. Schaffst es aber trotzdem, das Ganze zu kontrollieren. Voll. Und mit Sicherheit auch mit mehr Load. Aber das ist einfach ein Punkt, den man einfach sehr oft sieht. Die Leute gehen aggressiv in die Konzentrik, haben wir dann überhaupt keine Kontrolle über das Gewicht. Voll. Und also auch du stehst, das ist auch wieder so eine Sache, stehst wirklich breit genug, auch die Leute in der Bohr stehen zu eng. Ja, voll. Haben einfach die Hüfte gar keine Möglichkeit, wirklich nach hinten zu kommen. Und ja, Aufrichtung ist in Ordnung, Upper Back ist auch okay. Absolut ist auch. Gibt es wesentlich Schlimmeres. In der oberen Position, denke ich, bist du immer noch bent over, also das ist überhaupt noch irgendwie kein Shrug oder so. Ja, ja. Von dem her, das gefällt mir echt gut. Und ich denke, wenn du in der Konzentrik so explosiv sein kannst, das ist der Teil des Movements, wo du am schwächsten bist. Oder das dir am schwersten fällt, von dem her, da kannst du easy noch mehr nehmen. Aber sonst gefällt mir echt gut. Also, gute Bend Over. Gut. Was haben wir als nächstes? Cuffed Laterals von Gianni. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz. Vielen Dank für alle, die Videos hochgeladen haben, weil wir haben echt viele jetzt bekommen. Und schauen, dass wir jetzt möglichst abwechslungsreiche Videos einfach reinbringen. Freue mich aber jetzt schon auf neue Folgen. Also, wenn deins jetzt noch nicht dabei ist, dann keine Angst, wir werden alle wieder. Aber es reicht jetzt nicht für alle in einem Video. Cuff Laterals von Gianni. Ja, bin mal gespannt auf deine Meinung, Tobi. Ich bin ja absoluter Cuff-Fan. Ja, ich weiß. Aber kein Cuff-Experte, das muss ich natürlich dazu sagen. Da wirst du mit sicher vielleicht ein paar Dinge eher erkennen. Also wenn man erstmal die Seitebewegung an sich anschaut, dann würde ich sagen, ist das ganz gut. Also er arbeitet über die Ellenbogen. Hier und da ist die Hand schon ein bisschen über dem Ellenbogen, aber nicht so, dass er jetzt irgendwie eine starke Ausrotation oder sowas hat. Die Cuffs sind, denke ich, richtig fixiert. Also wie gesagt, was Cuffs angeht, bist du da eher der Fachmann.
deswegen würde ich sagen, beurteile du das Ganze einfach mal. Okay, weil für mich schaut es soweit in Ordnung. Also man könnte wahrscheinlich das Kabel ein bisschen weiter oben einstellen, oder? Ja, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ja. Also nimm die Kabel auf Hüfthöhe, damit genau. du hier den größten Lastarm hast und gegen oben den Drop-Off hast, weil dein Seitdelt ist in der voll gedehnten Position am stärksten in dieser Übung und wird gegen oben massiv schwächer. Dementsprechend hättest du da, also du hast auch schon so einen Drop-Off oben, aber niemals so heavy. So stark, ja, absolut. Was mir gefällt, ist das Alignment vom Faserverlauf von der seitlichen Schulter. Du gehst eher ein bisschen nach vorne. Mhm. Viele machen den Fehler, dass sie eher nach hinten ziehen, dann eher auf die Rear Delts, auf die Traps gehen. Das gefällt mir eigentlich echt gut. Tempo an sich gefällt mir am Anfang vor allem gut. Du fängst ein bisschen an zu rushen gegen Schluss. Also nimm dir vielleicht am Schluss lieber nochmal unten. Ich glaube, man sagen muss, dass er also recht wenig in so ein Shrug-Movement kommt. Ja, voll. Also du bleibst wirklich tight so, weil sehr viele fangen dann auch einfach an, beim Side Race einfach zu stark in so eine Shrug-Position zu gehen. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Trotz dessen, dass es eben immer schwerer wird. Ja, voll. Und da hättest du dann wahrscheinlich durch den Drop-Off, wenn du das Kabel höher einstellst, einfach ein bisschen gegen Ende. 100%, das fühlt sich auch massiv besser. Fühlt sich besser an, ja. Ansonsten, ich würde dir halt vielleicht empfehlen, dass du das Ganze nicht stehend machst, sondern sitzend oder liegend. Mhm. Also eine Art Crucifix Lateral oder halt Laterals liegend. Hast einfach mehr Stabilität und du kannst wirklich auf den Side-Test draufbleiben. Gerade auch am Schluss, was bei dir zwar nicht unbedingt fehlt, also wie Tobi schon gesagt hat. Ich denke, du ziehst jetzt nie irgendwie aus den Traps, sondern du bleibst immer schön drauf. Ist ja auch eher ein High-Rap-Satz, von dem her denke ich, fällt das hier nochmal leichter, weil das Gewicht auch einfach leichter ist. Aber abgesehen vom Alignment, vom Kabel her, also vom Setup, von der Kabelhöhe, gefällt mir das eigentlich ganz gut. Also am Schluss ein bisschen gerusht, die Eccentric auch vielleicht. Ist jetzt bei einem Kabelzug auch nicht weiterhin schlimm, weil ich glaube, das ist sogar 4:1 Kabelzug. 4, ja, glaube ich schon. Ja, da ist eh. Das bewegt sich so wenig, das Gewicht, da ist es nicht so tragisch. Aber einfach halt Kontrolle bis am Schluss behalten ist eigentlich immer was ich oft kritisiere. Ja. Aber sonst gefällt mir gut und Intensität ist eh auch am Start. Also absolut passt. Gut, perfekt. What's next? Ah, Post-Squats von Marcel. Bin ich gespannt. Sind hier, hm? Ja, genau. Weißt du, wie viele Kilos sind? Nein. Ziemlich breite Stange. Vielleicht Vorsprung, wenn wir so viel anschauen müssen. Ah ja. Das kannst du ja jetzt rausmachen, aber wenn wir dann eine Minute Video gucken, ja, das ist dann denkst du die Leute vielleicht nicht so geil. Aber das kann man eh alles mit dem Schneiden machen. Ja. Das ist praktisch jetzt, wenn der Satz vorbei ist, also ja, ja, ja. Genau. Küke, möchtest du anfangen oder soll ich? Ja, ich kann auch anfangen. Oder hast du vorher angefangen? Ich war vorher dran. Ah ja, okay. Aber mir wurscht. Also grundsätzlich, mir gefällt, also rauslaufen hast du dich irgendwie ein bisschen verkeilt oder so, aber dann einen stabilen Stand eigentlich eingenommen. Auf jeden Fall schon mal nur ein Schritt, ist schon mal ganz gut. Ja, das ist sehr, sehr gut. Auch beim Squat gibt es... Voll. Die Pause könnte für meine Verhältnisse ein bisschen länger sein. Unten. Also vor allem, wenn man das jetzt eben nochmal anschaut, wenn du die Pause einnimmst, dann schau auch, dass du dich da nicht mehr bewegst. Ja. Weil bei der Pause eben war es so, dass du bist da rein und dann hast du dich nochmal so ein bisschen, ist die Hüfte nochmal so ganz bisschen abgesenkt. Also das generell, egal ob es jetzt Pause Squats sind oder Pause Bench oder keine Ahnung, die Stange sollte einfach ruhen, die Pause sollte, in der Pause sollte sich nichts bewegen und dann gehst du eben wieder in die Konzentrik. Ja, voll. Was mir noch auffällt, ich habe das Gefühl, gegen Schluss wirst du leicht rund im unteren Rücken. Mhm. Könnte aber auch an der fehlenden Mobilität liegen. Vielleicht mal Lifterschuhe ausprobieren. Aber Knieflexion an sich gefällt mir echt gut. Auch von der Bewegungseinleitung her. Mhm. Also Knie nach vorne, Hüfte nach hinten passt sich eigentlich ganz gut. Also passt gut. Aber ich denke, die Tiefe ist ein bisschen too much, dass du im unteren Rücken halt rund wirst.
unten, die Knie fallen, glaube ich, ein bisschen rein, wenn ich es richtig sehe. Das ist immer schwer aus diesem Winkel. Mhm. Ja, ist schwer zu sagen. Also ich würde sagen, wenn man das Ganze mal noch anschaut, Ablage der Hantel ist schon mal in Ordnung. Mhm. Ja. Oberkörperspannung, denke ich, geht noch ein bisschen mehr. Also, ja, dass du einfach, genau, dass du ein bisschen mehr diese Stange in dich reinziehst einfach, dass du ein bisschen mehr Tension im Oberkörper hast, weil das wirkt sich auch einfach massiv auf den Unterkörper aus. Ja. Bei ganz vielen Squat-Videos, die man einfach sieht, was der Unterkörper macht, passt eigentlich recht gut. Die Leute öffnen die Hüfte, schieben die Knie nach vorne, aber im Oberkörper ist einfach so wenig Spannung und das siehst du dann einfach unten. Deswegen auf jeden Fall mehr Stange nicht reinziehen. Es muss jetzt nicht sein, dass der Ellenbogen komplett unter der Stange ist, das halte ich auch nicht für so sinnvoll. Aber auf jeden Fall da einfach noch ein bisschen mehr Arm rannehmen, Stange mehr nicht reinziehen. Ansonsten, Lifterschuhe, die du angesprochen hast, sehe ich auch so, dass man auf jeden Fall die Heels elevaten kann, damit du einfach ein bisschen aufrechter in die Bewegung gehst und auch einfach ja, hier nicht so stark einrundest. Ja. Barpuff ist ja ein bisschen wackelig, aber das liegt auch dann eben an der Oberkörperspannung, weil insgesamt wackelt du mit der Stange einfach so ein bisschen hin und her. Okay, Schluss schießt Hüfte ein bisschen hoch, aber... Ja, aber das finde ich okay. Ist vertretbar, also, ja. Ist ja auch so generell dieses Squat-Thema, wenn du... Ja. Wenn ein bisschen Hip-Shift in dem Squat ist, dann ist es meiner Meinung nach komplett normal. Voll, 100%. Außer wenn wir jetzt einen Low-Bar-Squat, wo du sowieso schon sehr stark... Also die Frage ist auch immer, was wollen wir mit dem Squat trainieren? Ja, das ist Punkt 1, aber wenn wir jetzt einen Low-Bar-Squat haben und da ist schon eine sehr starke Vorneigung, wir beugen schon sehr hüftlastig und wir haben dann nochmal einen Hip-Shift, wenn wir im Endeffekt Good Morning machen, dann ist es dann vielleicht nicht so sinnig, wenn wir die Quads treffen wollen. Ja. Wenn wir jetzt aber einen High-Bar-Squat haben und recht aufrecht beugen und dann ein bisschen Hip-Shift haben, dann haben wir trotzdem immer noch den eher Quad-dominanten Squat und wenn es nicht ausufert, wie jetzt in dem Fall, finde ich es auf jeden Fall vertretbar. Ja, so Intensität hat mir eigentlich auch gut gefallen gegen Schluss. Ich denke, die Keypoints waren wirklich wegen der Tiefe schauen, dass der untere Rücken nicht so rund wird, Lifterschuhe ausprobieren. Genau. Stand gefällt mir echt gut, auch wenn er ein bisschen breiter ist. Das ist gut auch. Ich denke, du fühlst dich in dem Stand wohl und kannst da relativ natürlich reingehen. Dann Oberkörperspannung beibehalten, Barpath noch ein bisschen, aber ich denke, das kommt eben mit der Oberkörperspannung. Genau. Und auch wenn er ein bisschen die Heels hat, dann wirst du einfach da ein bisschen aufrechter runterkommen und auch durch die Oberkörperspannung nicht so wackeln, nicht so zusammenbrechen. Ja. Sehe ich genauso. Passt. Sehr gut. Haben wir sonst noch was? Nö, also. Fürs erste Mal muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist das erste Mal. Gut. Gefällt mir das gut. Dann schauen wir uns direkt noch einen Squat an von Willi, einem meiner Kunden. Sehr spannende. Setup ist ein Wahnsinn. Perspektive und, und auch Setup, ja. Fällt auf jeden Fall schon auf, der Stand ist gut. Mhm. Knie bleiben gut draußen auch. Ganz Hüfte gut öffnen auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt hier sehr schwer zu bewerten durch die Kameraeinstellung. Also grundsätzlich vielleicht, das kann man Leuten ja auch hier mitgeben, wenn es um Technikanalysen geht, probiert das Ganze immer irgendwo auf, also wenn ihr jetzt einen Squat habt, einfach auf Hüfthöhe zu filmen. Ja, von der Seite, von hinten, von vorne, dem, was ihr letztendlich auch, sollte euch dann der Coach in der Regel sagen, was er sehen will. Die Kameraeinstellung ist jetzt sehr schwierig, um zum Beispiel wie vorher in dem Video Lower Back zu beurteilen. Ja. Einfach zu schauen, okay, was passiert hier, wie ist der Barpath. Aber was man jetzt hier sieht, ist auf jeden Fall eigentlich recht gut. Also da muss man schon sagen, dass es sieht auch noch einen recht aufrechten Squat aus. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier viel... Ich kann das mal kurz hier anhalten. Ja. Nicht so, dass wir hier in der untersten Position sehr stark vorgeneigt sind. Also das passt auf jeden Fall gut. Griffbreite finde ich auch gut, das haben wir im anderen Video vielleicht nicht besprochen, weil sehr viele Leute greifen einfach zu breit, zu eng. Da sehe ich, also finde ich es eigentlich am hilfreichsten einfach, wenn du eine Stangenposition hast oder Griffbreite hast, wo du aktiv einfach deine Ellenbogen gut nach unten nehmen kannst und auch einfach diese Tension merkst. Ja. Ja, also ganz viel einfach mit dem Feedback vom Körper arbeiten, wenn sich die Stange einfach nicht stabil auf dem Rücken anfühlt, wenn du zu breit greifst, dann macht das auch nicht. Ja, und wenn du so eng greifst und dein Ellenbogen irgendwie Probleme macht, dann macht das auch nicht. Ja, das heißt... Du merkst es relativ schnell. Also absolut, nicht in eine Position forcieren lassen, weil jetzt irgendwer irgendwas sagt, sondern ein bisschen auf den Körper hören. Genau. Man muss auch dazu sagen, ich habe ihm schon Feedback gegeben dazu. Mhm. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dreh dich um. Also nicht nach hinten laufen halt. Und was mir jetzt auch auffällt, ist, dass du sehr stark den Kopf überstreckst. Ja, also ich war schon. Also du solltest sehr stark überstreckt. Ja.
Da vielleicht einfach darauf achten, dass wir einfach so eine neutrale Position einfach einnehmen können. Das war es bei Marcel zum Beispiel vorher durch das Video sehr schwer zu erkennen, weil die Scheiben ist einfach verdeckt. War da sehr schwer zu beurteilen. Hier sieht man es eindeutig. Da einfach den Kopf ein bisschen runternehmen, nicht zu stark, das Kinn jetzt wieder auf die Brust nehmen, weil dann wirst du auch wieder, keine Ahnung, sehr stark im Oberkörper einbunden, aber auch einfach eine Sache, die beim Squat echt oft passiert und eben das reine Brustlaufen. Ja. Und ich habe noch gesagt gehabt, Exzentrik noch ein bisschen besser kontrollieren. Aber muss auch dazu sagen, du hast mir jetzt nochmal Clips davon geschickt, auch von einer anderen Perspektive. Schaut schon viel besser aus. Also was auf jeden Fall echt gut ist, ist deine Hüftöffnung und deine Knie. Also die bleiben sehr, 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 sehr stabil über die ganze Bewegung. Das muss man wirklich sagen, ist sehr gut. Und es sieht auch vom Load auf jeden Fall so aus, dass du das, dass es schwer ist, aber dass du es auf jeden Fall beherrschst, das Gewicht, also kontrollierst es. Es war nicht einmal so, dass es irgendwie, irgendwie zusammengefallen ist oder so. Also auf jeden Fall ist echt gut. Auch hier, wo es schwer wird, wählst du die Knie trotzdem aus. Also, das ist wirklich gut. Ja, gefällt mir. Sehr gut. Dann sind wir über 22 Minuten. Machen wir noch eins? Ja, yes, voll. Wollen wir noch den RDL von Theresa machen? RDL von Theresa machen wir den. Also Schritt gefällt mir schon mal gut. Es ist nur ein Schritt nach außen. Nach hinten, sorry. Ja. Die Einleitung der Hinge-Bewegung gefällt mir eigentlich auch gut. Du schiebst schön die Hüfte nach hinten. Ja, du denkst nicht so wirklich rauf und runter, so wie es bei Niklas ein bisschen der Fall war. Rum könntest du auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen, denke ich. Weiß nicht, was du dazu meinst. Ja, absolut. Ja? Also denke ich auch, dass du dir da auf jeden Fall noch ein bisschen, das sind nicht viele Zentimeter, 2-3 Zentimeter vielleicht, abholen kannst, wo du die Hüfte einfach noch einen Tick weiter nach hinten schiebst. Und was jetzt hier auch direkt auffällt, weil du es gerade anhältst, im Vergleich zu Willi vorhin, der beim Squat einfach sehr stark überstreckt hat, du nimmst das Kinn jetzt einfach einen Tick zu weit nach unten. Ja, also das ist im Endeffekt genauso kritisch, wie zu stark zu überstrecken. Wir wollen einfach eine neutrale Wirbelsäulenposition und da wollen wir halt einfach, dass der Kopf jetzt in dem Fall ein bisschen aufgerichteter ist. Ja. Weil das Ganze wird sich einfach negativ auf den Rest vom Lift auswirken. Das ist auf jeden Fall mal ein Punkt, den du beachten solltest. Tempo gefällt mir gut, also Abwärtsbewegung gefällt mir echt gut. Sehr Einleitung ist vielleicht ein Ticken zu schnell, so dieses, das sehe ich öfter bei Leuten, diese Abwärtsbewegung, die, siehst du dieses Ruckartige? Ist jetzt nicht ein Problem oder so, aber ob es nötig ist. Aber ich denke, Tightness auch im Back, Wirbelsäule ist neutral, Bauch ist angespannt. Was schaut wirklich sehr solide aus. Was du auf jeden Fall sehr, sehr gut machst, ist diese Hip-Hinge-Bewegung, also du hinchst auch komplett. Du hast am Ende eine komplette Hüftstreckung, ohne jetzt in der Hyperextension zu sein, also zu überstrecken. Weil das ist auch eine Sache, die man einfach sehr oft sieht, dass wenn Leute in Hinge gehen, das kann es auch überlegen, ob man dann die Glutes nicht beißen will, sondern einfach wirklich nur die Hamstrings. Aber das ist schon fancy stuff. Dass man einfach nicht richtig hinscht, also dass man nicht die Stange, also die Glutes aktiv an die Stange presst irgendwo und diesen Hip-Hinge auch vollendet, mehr oder weniger. Das machst du auf jeden Fall sehr gut. Und ansonsten. Ich denke, Intensity geht sicher noch was. Ich weiß nicht, wie viel Load du noch zur Verfügung hast, aber wenn wir uns die letzte Rep anschauen, die geht eigentlich so flüssig wie die erste. Also das sieht man jetzt nicht einen massiven, ersten keinen massiven Form-Breakdown. Mhm. Also die schaut immer noch sauber aus. Und man sieht auch kein Breakdown im Tempo. Also das Tempo wird nicht massiv langsamer. Dementsprechend hast du da tendenziell noch Luft nach oben, was die Intensität und das Muskelversagen anbelangt. Und was man jetzt hier noch sieht, wenn du die Stange ablegst, fällt eigentlich auf, dass du, vielleicht kannst du die Stange insgesamt beim Setup, also beim Start, also kannst du höher starten einfach, weil du musst jetzt hier schon fast einen halben Hinge machen. Also das ist jetzt schon fast die halbe ROM, die du brauchst, um die Stange erstmal rauszuheben und vielleicht kannst du da einfach ein bisschen höher starten, dass du nicht so viel hingen musst, bevor du überhaupt in die Startposition kommst. Ja. 100%. Gut. Genau, und ansonsten wär's das. Ich glaube, sonst haben wir alles gesagt. Grundsätzlich gefällt mir echt gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieses Videos. Wie gesagt, also wenn euer Video heute noch nicht dabei war, dann folgt es noch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, war cool. Gerne Feedback, ob euch die Länge passt oder ob ihr sagt, ne, ich würde mir auch 60 Minuten Lift Busters anschauen. Ja. Dann können wir natürlich auch gerne mehr Videos aufnehmen, weil wir haben noch genügend. Ja. Aber ich denke, dass vielleicht so ein 30 Minuten Clip insgesamt vielleicht angenehmer zu schauen ist. Gebt uns einfach Feedback, sind für alles offen, auch wenn es euch gar nicht gefällt, dann gebt auch Bescheid. Auf jeden Fall. Gerne auch noch mehr Videos raufladen. Ich denke,
viele können davon profitieren. Also ich denke, gerade wenn man an seinem eigenen Lift mal sieht, wo die Fehler sind und was man richtig macht, hilft das extrem nochmal fürs eigene Training, anstatt das einfach immer nur in einem Instagram-Post anhand von dem Coach oder von einer Testperson zu sehen. Und ja, also wenn euch das gefällt, bitte liked es, shared es, gebt euren Freunden Bescheid. Uns hilft es auch sehr, wenn ihr das Ganze teilt und wir da ein bisschen Reichweite generieren können. Und wenn ihr euch noch Future-Videos wünscht und das am Laufenden halten wollt, dann bitte Videos hochladen. Unbedingt, ja. Und ich denke auch, dass jetzt jeder hier auch vielleicht ein bisschen so vom anderen profitieren kann, was, ja. Also von den Fehlern vom anderen, weil es sind dann doch oft ähnliche Fehler, die entstehen. Und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen lernen, sein Training selbst zu analysieren, seine Fehler genau. selbst zu analysieren. Das ist ja letztendlich auch unser Ziel von dem Ganzen, ja, dass ihr einfach sauberer trainiert, Fehler erkennt, auch Fehler bei anderen erkennt und einfach ja, Übungen selbst besser bewerten könnt. Ja, das, keine Ahnung, vielleicht könnt ihr euch keinen Coach leisten oder ihr trainiert noch nicht so lange, dass ihr einfach da ein bisschen eine Hilfestellung habt. Ja, absolut. Das ist letztendlich der Sinn von dem Ganzen. Und ja, und dass ihr mehr aus eurem Training machen könnt. Genau. Ja, ja, mich auch gefreut, war cool. Dann beim nächsten Mal wieder einschalten. Und haut rein. Hab noch einen schönen Tag. Sauber trainieren. Aber auch intensiv genug trainieren. Ja. Ganz wichtig, sonst gibt es keine Muskeln. Und ja, bis zum nächsten Mal.